Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Wi-Fi Battle. Ich habe heute mal wieder das gleiche Team dabei wie letztes Mal, weil es ja letztes Mal ganz gut funktioniert hat. Und ich dachte mir einfach, komm, wie ich es ja schon gesagt habe, ich werde es nochmal benutzen. Heute spielen wir gegen Ustrak den Vierten, einen Adeligen. Und natürlich, wenn wir vom Adel sprechen, dann natürlich auch von Hansi, der immer noch müde auf der Stange sitzt. Ist aber auch noch gar nicht spät, ist gerade mal 6:30, Hansi. Wir wählen diesmal sogar eine andere Musik aus. Allerdings habe ich, da ich ja in der Eckloch noch nicht so weit bin, noch nicht so viele Musikstücke. Deswegen habe ich nur 4. Dann nehmen wir mal das Foto und wir sehen einen Hypno, ein Brokkolos, ein Visenior, ein Eddie, ein Ex-Eddie quasi, ein Razaf, ein Magmortar und ein Miss Magis. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Traunmagier. Interessante Pokémon. Ich könnte mir vorstellen, dass er selbst mit Razaf leadet. Das sind viele Leads dabei. Er könnte mit einem Scarf Magmortar, einem Scarf Traunmagil. Ja, die könnte auch den Scarf tragen und mit Wechseldich oder wie es heißt. Oder Trickbetrug kann das Ding ja. Und er hat vor allem dieses Brokkolos. Er könnte natürlich auch ein Lead Brokkolos machen mit Explosion. Ich glaube, ich leade einfach mal mit Castellid. So. Ich habe natürlich wieder, wie gesagt, das gleiche Team dabei. So. Nehme ich auf. Ich nehme auf. Sehr gut. Screenshot. Den mache ich mir natürlich jetzt ab sofort immer bei Abonnentenkämpfen, damit ich mir zum Beispiel das merken kann. Aber wie gesagt, kalken werde ich nicht, weil, ja, kalken ist doof. Zumindest in So-Kämpfen da. Das geht um Spaß. Ich meine, wenn ich den Kampf jetzt verliere, lade ich ihn trotzdem hoch. Das ist einerseits der Vorteil an einem nachkommentierten Kampf, der sagt auch immer present, warum er nicht so viele Wi-Fi-Kämpfe bringt. Weil, wenn man die nachkommentiert, dann sollen die natürlich interessant sein. Und er startet mit Under Your Bed. Okay, er startet gerade mit Miss Matches. Das ist jetzt nicht so gut. Weil, ja, wir müssen instant in Flöckchen wechseln. Hat er doch mit Miss Matches geledet, schade. Und, ja, und bei einem live kommentierten Kampf kommt es ja eher darauf an, wie ich das hier alles kommentiere. Und da ist das Kampfgeschehen quasi eher so ein bisschen zweitrangig. Und deswegen kommen quasi so wenig Kämpfe bei Present, weil man, wie gesagt, was weiß ich, 10 Kämpfe machen muss, bis du einen hast zum Hochladen. Und hier habe ich jedenfalls gleich den ersten zum Hochladen. Und ich finde es auch schade, dass es wahrscheinlich manche YouTuber gibt oder so, die meistens so die Kämpfe hochladen, in denen sie gewinnen. Ich möchte da natürlich jetzt niemandem was unterstellen, aber ich meine, wenn ich verliere, dann verliere ich halt. Ich denke mal, da kommt jetzt eh ein Spukball. Richtig, macht er mehr als die Hälfte? Oder macht er null? Hätte ich nicht gedacht, dass er so ultra wenig macht. Es ist vor allem Life Orb. Da seht ihr mal, wie krass speziell defensiv Frigometrie eigentlich ist. Und weil ich denke, dass da jetzt ein Magmortar kommt. Feuerattacke kann das Ding nicht, es kann kein Flammenwurf oder so. Ich glaube, dass er jetzt in Magmortar geht, weil er wahrscheinlich die Eisattacke predicted. Und wenn er in Magmortar geht, dann möchte ich in Swallow gehen. Komm, wir wechseln einfach mal einen Schwalbus aus. Und er ruft zurück und geht in Magmortar, bitte. Er geht in Primate Puff. Holt Razaf sogar rein, okay. Da hätte ich auch angreifen können, wow. Jetzt bin ich nämlich in Swallow. Allerdings, ich bin immer noch davon überzeugt, dass das Scarf ist. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich habe da sehr große Angst sogar vor. Und Schwalbus ist ein Mann, was ich gerne noch behalten würde. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal. Wir gehen in Castellid. Wir gehen in Castellid. Vielleicht geht er auch auf eine Kehrtwende, weil es predicted. Aber wenn er Scarf ist, bin ich halt langsamer. Mir wäre es am liebsten, wenn er jetzt einfach drin bleibt und auf den Eishieb oder so geht. Weil wenn er drin bleibt, dann weiß ich zumindest, dass ich Dings, okay, ich bin sogar schneller. Er ist nicht Scarf. Oder natürlich, er ist drin geblieben und geht jetzt auf den Nahkampf oder so. Oder auf den Eishieb. Er geht, oder auf die Kehrtwende. Er ruft zurück. Okay, ich habe zuerst ausgewechselt, was bedeutet, Schwalbus ist schneller als das Ding. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Hat Castellid nicht sogar Robustheit? Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich Robustheit habe. Ich habe Robustheit, was bedeutet, wir... Hat er eine Tarnsteinschwäche? Er hat keinen Spinner. Wir können jetzt auf Felswurf oder auf Abschlag gehen. Was machen wir? Das sieht aus, als hätte ich hier ein Loch, ne? Muss mein Loch wegmachen? Oh, das klingt falsch. Ich glaube aber, dass er in Magmortar geht. Und deswegen, komm, wir riskieren es einfach. Komm, man muss auch mal was riskieren. Wir gehen auf den Felswurf. Und er ruft zurück und geht wahrscheinlich jetzt in Magmortar, weil er wieder mit dem Switch auf Frigometrie gerechnet hat. Er geht in Kristallie.
Eigentlich den Brokkolos, aber ein Dings ist sogar neutral effektiv. Und Felswurf trifft, ist neutral. Und es macht halt nur Damage, weil Brokkolos eine scheiß gute Verteidigung hat. Und ich treffe sogar mehr als zweimal. Ich bin überrascht. So, was wir jetzt machen. Wir gehen mal auf die Tarnsteine. Weil ich denke mal, das wird er jetzt auch machen. Und dann können wir natürlich die Tarnsteine rausholen, weil er hat keinen Spinner und keinen Defogger. Holt auch die Tarnsteine raus. Und ich finde es so cool, wie Brokkolos die Steine da beleuchten. Ist einfach echt extremst cool. Den Castellit hat er nicht mal so viel. Wir gehen mal auf den Abschlag. Vielleicht geht er jetzt zurück in Miss Magis oder so. Oder wir schlagen ihm das Normaljuwel ab, wenn es Explosion ist. Eipfelbeere. Okay, er geht auf die Steinka... Und die geht daneben. Und wie gesagt, er hat keinen Spinner. Deswegen sind wir jetzt mal ganz ekelhaft und legen noch die Stachler raus. Damit können wir jetzt nämlich ordentlich Damage machen, wenn wir in der Wechsel in die Steinkante. Trifft diesmal, aber die sollte nicht so viel Damage machen. Stimmt, die ist ja sehr effektiv sogar. Voll vergessen. Aber egal. Wir gehen nochmal auf den Stachler, legen noch eine zweite Lage Stachler raus. Vielleicht geht die Steinkante auch daneben und wir kriegen eine dritte Lage raus. Das wäre jetzt natürlich auch toll, aber es wäre fair, wenn er treffen würde. Und er trifft, okay. Dann ist es wenigstens fair, dass er 2 von 3 trifft. Damit ist Hustle zwar weg, aber hat nicht mal die Eipfelbeere. Das heißt, selbst wenn wir jetzt einfach irgendwas runterhauen, haben wir damit kein Problem. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Solange McMortar da ist, kann ich nichts tun. Zumindest. Ich könnte jetzt in Flöckchen gehen und seine Sachen wieder wegspinnen, aber war auch nicht so praktisch. Wenn ich jetzt Lilie reinhole, wird er wahrscheinlich in McMortar gehen. Aber was machen wir? Wir gehen in Lilie, kriegen zwar ein bisschen Tarnstein-Damage. So. Wird getroffen. So. Wir schläfern ihn jetzt auf jeden Fall mal ein. Er hat kein Pflanzen-Pokémon und, glaube ich, kein Insomnia-Pokémon. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall einschläfern. Deswegen mag ich Käfer-Pokémon auch so, weißt du? Das sind die perfekten Mons, um Hazards rauszuholen. Und er geht in Flamethrower. Jetzt muss ich nur treffen. Lass mich treffen. Lass mich mit Schlafpuder jetzt treffen. Ah, das ist so schöner Damage. Schlafpuder. Schlafpuder trifft. Perfekt. Perfekt. Schlafpuder trifft. So. So. Schlafpuder hat getroffen. Was machen wir jetzt? Gehen wir auf den Falterreigen und dann auf den Blättertanz oder holen wir lieber 2 Blättertänze raus? Er ist nicht Scarf mit Razaf. Das haben wir gesehen, weil ich mit Dings vor schneller. Einmal schläft er ja auf jeden Fall. Deswegen, wir gehen jetzt auf den Falterreigen. Er schläft natürlich und er ist Scarf. Er war schneller als wir, dann müsste er Scarf sein. Aber ich glaube, nach dem Falterreigen dürfte das nicht mehr sein. Ich bin, glaube ich, auch voll Init. Ich weiß gerade nicht, wie schnell Drizella ist. Aber da meine Init aussteigt, können wir uns jetzt natürlich immer weiter boosten. Mit einer verdoppelten Spätzdef. Müssen wir auch, glaube ich, einen Flamethrower überleben. Wir gehen nochmal auf den Falterring in der Hoffnung, vielleicht schläft er nochmal. Vielleicht schläft er 2 Runden. Wir sind auf jeden Fall schneller. Ein zweiter Falterring kommt. Wenn jetzt ein Crit-Flammenwurf kommt oder es doch ausreicht, habe ich verkackt. Und er ist aufgewacht. Geht auf einen Flammenwurf. Jetzt mal gespannt. Plus 2 Spätzdef. So knapp. Jetzt sind wir natürlich plus 2. Das heißt, wir können jetzt auf den Blättertanz gehen. Blättertanz trifft. Wir sind Live Orb. Das heißt, es wird ausreichen. Allerdings killen wir jetzt selbst nur im Live Orb. Das war ein Crit, der hat aber, glaube ich, nicht gemattert bei plus 2. Wir müssten Live Orb sein. Wir sind Live Orb, okay. Damit ist Magmortar schon mal raus. Er hat immer noch seinen Brokkolos. Ich habe doch den Abschlag auf Levis, oder? Den habe ich nicht, aber das Erdbeben. Oder halt ein Eispunch. Ich glaube, es wäre jetzt ganz praktisch. Den könnt ihr jetzt reinholen. Wir gehen in Levis. Das Gute ist, er kriegt so ultra viel Damage einfach durch die Tarnsteine und durch den Stachel. Und er geht in Under Your Bed, okay. So, wir sind Scarf und wissen, dass er Life Orb ist. Er kriegt natürlich erstmal spitze Steine. Und da ich eh weiß, dass er Life Orb ist, gehen wir auf eine Kehrtwende.
weil wir ja eh schneller sind durch den Scarf. Vielleicht wechselt er jetzt auch in Brokkolos aus, das wäre mir natürlich sogar, glaube ich, noch am liebsten. Dann kann ich nämlich in Frigometri gehen. Er bleibt drin. Kehrtwende kommt. Macht natürlich nicht so viel Damage, ist er resisted. Allerdings glaube ich, dass jetzt trotzdem wieder dass jetzt Psychokinese kommt. Deswegen gehen wir in Flöckchen. Kriegen natürlich Tarnsteinschaden, was nicht so cool ist. 136 auf 92. Und Psychokinese kommt. Reicht jetzt nach. Reicht da jetzt ein Dings aus? Er ist auf jeden Fall schneller und ein Spukball sollte wahrscheinlich ausreichen. Ich glaube auch, dass er jetzt denkt, ein Spukball reicht aus. Was ich könnte es riskieren und in Schwalboss gehen. Machen wir das? Machen wir. Wir gehen in Schwalboss. In der Hoffnung, dass da jetzt ein Spukball kommt, nämlich dann können wir das Ding mit einem Sturzflug rausnehmen. Und Brokkolos sollte auch genug Damage bekommen nach den Tarnsteinen in den Stachler. Hat er es predicted? Hat er nicht predicted. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir kriegen jetzt zwar Giftschaden, können allerdings jetzt safe auf einen Sturzflug gehen, weil wie gesagt, der Sturzflug sollte, auch wenn jetzt Brokkolos reinkommen sollte, guten Damage drücken. Ich möchte es nicht riskieren mit der Kehrtwende jetzt, weil wenn ich jetzt wieder ein Dings wechsle, dann habe ich ein Problem. Deswegen gehe ich safe auf den Sturzflug. Vielleicht kill ich jetzt auch Miss Magis. Oder auch nicht. Mal gucken. Mal gucken, was er macht. Hansi, bist du stolz auf deine Vogelkameraden? Hoffe ich doch mal. Warte, sie will, dass Hansi stolz ist. Und Miss Magis ist raus. Okay, perfekt. So. Und Miss Magis ist wie gesagt raus. Ich bekomme nochmal Schaden. Durch Rückstoß und Gift. Zum Glück hat Miss Magis nicht so viele KP, dass es irgendwie viel Damage machen würde. Ich denke mal, dass er jetzt auch, wie gesagt, in Brokkolos gehen wird. Und er wird auf die Steinkante gehen, denke ich mal. Oder vielleicht geht er auch auf die Explosion. Allerdings möchte ich mir Schwalboss noch aufbewahren. Er geht in Kristallieb. Wie viel Schaden bekommt er jetzt? Einmal so ein Schaden. Und so, okay. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich werde jetzt Levis reinholen. Wir holen jetzt Levis rein. Weil Schwalboss möchte ich mir, wie gesagt, noch aufbewahren. Und ich möchte vielleicht auch mit Frigometri nochmal die Steine wegspinnen, damit ich meinen Fokus-Gurt Plaudergeil nochmal reinholen kann. Und eine Steinkante können wir auf jeden Fall mit Levis resisten. Und es kommt sogar tatsächlich die Explosion, okay. Dann ist Levis jetzt wahrscheinlich down. Ja, Levis ist down. Hatte das Ding tatsächlich die Explosion? Ja, deswegen auch Apfelbeere. Apfelbeere-Explosionen, so spielen es ja die meisten. Und es ist ein spannender Kampf. Wir haben nur noch drei Pokémon. So. Ich glaube, dass er jetzt Razzav reinholt. Ich muss mal gerade gucken. Warte mal. Ich überlebe nur noch eine Tarnsteine. Oder einmal einwechseln mit Swallow und natürlich mit Flöckchen auch nur noch. Flöckchen hat 105. Razzav ist definitiv schneller, wenn er jetzt Razzav reinholt. Aber ich weiß, dass meins schneller ist. Also mein Schwalboss. Ich glaube, ich werde es jetzt so machen. Ich gehe in Flöckchen und gehe auf den Turbodreher. Ich muss dann nachher einfach auf Chipsy hoffen. Wir gehen in Flöckchen und hoffen, dass er jetzt Visenio oder Hypno reinholt. Und es kommt Too Cute, das müsste Visenio sein. Es ist Visenio. Ich glaube, es ist das typische Scarf-Visenio mit Wechsellich. Schnüffler kommt und Überreste, okay. Wir kriegen natürlich nochmal guten Tarnsteinschaden. Entweder greift er uns jetzt an oder will uns den Scarf aufdrücken. Wir gehen auf jeden Fall auf einen Turbodreher. Und er geht auf einen Abschlag, okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass er Scarf ist. So. Schnappt sich die Überreste, okay. Ist Visenio mit einem Scarf schneller? Wie schnell ist Visenio? Das will ich nur kurz nachgucken. Ich skalke nicht. Visenio hat, glaube ich, einen Speed von wie viel? 80? 85? Wir überleben normalen Abschlag mit Plaudergeil auf jeden Fall. Sollten wir zumindest. Wenn nicht, wäre das doof. Ich möchte mal gerade nur gucken, ob ich schneller bin mit Swallow.
So, Visenio hat einen Speed von 90. Ja, okay. Ein Scarf Visenio outspeedet Swallow auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen in Plaudergei gehen. So. Und er war auch schneller. Also entweder ist er voll in it oder ja. Reicht ein Überschallknall aus. Ich müsste rein theoretisch auf eine Agilität gehen. Wenn ich jetzt auf eine Agilität gehe, bin ich auf jeden Fall schneller. Dann könnte ich auf, müsste ich auf Geschwätz gehen oder Kalken, was einen Überschallknall macht. Weil mit Agilität bin ich dann auch schneller als das Razaf wegen Dings. Er ist entweder, wie gesagt, wenn er es Scarf oder eben nicht. Ich glaube aber, dass das Scarf ist. Deswegen. Wir können auch so mal auf ein Geschwätz gehen, aber wie gesagt, wir sind halt langsamer. Komm, wir versuchen es einfach. Wir gehen auf ein Geschwätz. Wir gehen auf Geschwätz. Wir sind schneller. Also hat er doch keinen Scarf, wie es aussieht. Wir kriegen auf jeden Fall die Verwirrung, ist ja klar, es sind 100%. Ist im Enyo, by the way, erlaubt. Plaudergeist ist eigentlich im PU, aber im Enyo ist Geschwätz erlaubt. Hau dich selbst! Nein, er haut sich nicht selbst. Er geht wieder auf Abschlag. 11 KP. Okay. So. Ich bin, wie gesagt, mit Schwalboss schneller. Es kommt jetzt wahrscheinlich alles darauf an, und zwar... Ich könnte jetzt natürlich das Ding safe killen, dann würde aber ein Razaf reingehen und mich damit töten und dann würde ich mit Stoß von mir selbst killen und dann hätte immer noch Hypno. Die einzige Chance, die ich jetzt habe, ist, wenn ich auf eine Agilität gehe, er sich selber haut. Warte mal, Razaf hat 95 Dings. Razaf. Razaf hat doch 95 Speed, oder? Razaf hat 95 Speed und Razaf würde mich outspeeden. Deswegen, meine einzige Chance ist, jetzt auf eine Agilität zu gehen. Und hoffen, dass er sich selber haut. Sonst habe ich verloren. Deswegen machen wir das. Wir gehen auf eine Agilität und hoffen einfach, dass er sich selber haut. Wenn nicht, dann habe ich jetzt verloren. 50-50, vielleicht ist er auch gar nicht mehr verwirrt. Er ist verwirrt, hau dich bitte selbst. Er haut sich selbst. Was bedeutet? Es kommt jetzt alles auf pures Glück. Das heißt, wir könnten jetzt mit einem auf Geschwätz oder auf Überschallknall gehen. Es reicht beides voll aus. Am liebsten würde ich jetzt auf den Ränkeschmied noch gehen. In der Hoffnung, er haut sich nochmal selbst, weil dann hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Aber es ist mir zu riskant, deswegen gehen wir jetzt einfach safe auf einen Überschallknall. Eddie sollte auch keine Dings haben. Ne, wir gehen auf Überschallknall und können Eddie jetzt noch rausnehmen. So. Razaf hat so für dich keine Prio und Hypno auch nicht. Wenn jetzt Razaf reinkommt... Wir wissen, er ist nicht Scarf. Dein Freund kommt, okay. Er holt den Pedo rein. Kriegt natürlich Tarnscheinschaden. Und jetzt ist die Frage, wir kriegen mit Geschwätz... Vielleicht ist auch ein Hypno-Scarf? Scarf mal Hypno. Wenn man Hypno Scarf, dann hast du gewonnen. Dann Respekt. Er geht auf Schutzschild. Ich hätte auf Ränkeschmied gehen können. Wenn ich jetzt auf Ränkeschmied gegangen wäre. Fuck. Wir gehen nochmal auf Geschwätz, weil wir jetzt... Wir kriegen natürlich die Verwirrung. Achso, ich kann Eddie by the way auch durchstreichen. Der Kampf ist intens. Der Kampf ist echt intens. So. Nur noch Hypno und Razaf. Es wäre natürlich schön, wenn ich nachher irgendwie nach dem Tarnstein das Gift nochmal überleben würde. Was ich auch tue. Geschwätz kommt. Geschwätz trifft. Und jetzt hau dich selbst. Boah, es macht echt null Damage. Ist das was Offensivfeste? Und... Haut er sich selbst? Er haut sich tatsächlich selbst. Das ist krass. Ich würde so gerne noch auf den Ränkeschmied gehen. Aber ich muss... Nee, ich gehe auf den Überschallknall. Der macht mehr Damage. Gehen auf den Überschallknall. So, und jetzt haut er sich vielleicht nochmal selbst. Wenn er sich nochmal selber haut, Alter, ich feier mich. Chipsy OP, Alter! Ich glaub's nicht, Chipsy ist OP. Ich muss jetzt gar nicht mehr auf den Ränkeschmied gehen. Wir gehen einfach nochmal auf den Überschallknall. Ist nicht mal viert. Er geht jetzt auf Schutzschild, aber ein Ränkeschmied. Ein Überschallknall wird jetzt trotzdem ausreichen. Ich glaub's nicht. Wir gewinnen so mit Hex. Ustrak, wenn du das siehst, es tut mir leid. Es war meine einzige Chance. Es war einfach pures Glück.
Überschallknall, der müsste jetzt ausreichen. Er geht nicht mal mehr auf den Double Protect. Hätte vielleicht noch machen können. Überschallknall reicht jetzt auch voll gegen den Pedo aus. Und jetzt hat er nur noch Razaf und wie gesagt, Razaf ist nicht Scarf und selbst wenn, wir haben eine Agilität drin. So, und er bekommt nochmal ein bisschen Schaden. Wir sind schneller. Razaf hat keine Prio, soviel ich weiß. Er kann nicht irgendwie Tempo, glaube ich. Gehen auf Geschwätz. Hat er vielleicht doch irgendwie eine Prio? Wenn er eine Prio hat, dann doch. Okay, er hat keine Prio. Geschwätz kommt, Geschwätz trifft. Killt Geschwätz. Geschwätz killt. Chipsy. Danke. Wir haben echt gewonnen. Ich glaub's nicht. GG, Ostrak. Es war ein krasses, intenses Match. Wirklich Respekt. Und ich muss sagen, ich habe unverdient gewonnen. Alter. Wie krass war das bitte? Wie oft er einfach das Pech hat und sich selbst gehauen hat. Wie gesagt, Ostrak, es war meine einzige Chance. Sei mir nicht böse. Es war echt ein sicker Kampf. Würde mich wirklich freuen, wenn der Ostrak mich nicht hassen würde dafür. Aber ich hoffe natürlich, ihr hattet beim Zusehen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß bei den zwei Kämpfen jetzt gerade, die ich hintereinander aufgenommen habe. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.